found our fortress. You have returned, my daughter. But what is it you seek? Vampire sind in. Die Vampire des Elder Scrolls-Universums haben mit Glitzer Edward aus der Twilight-Saga aber Gott sei Dank nicht allzu viel zu tun. Seitdem Skyrim 4-Vorgänger Morrowind, der damals noch eigene Questreihen für Vampire bot, waren die Blutsauger unter den Rollenspielern allerdings chronisch unterversorgt. Nun veröffentlicht Bethesda mit Dawnguard aber einen coolen DLC für Skyrim, in dem echte Vampire endlich wieder eine echte tragende Rolle spielen. Ganz ohne Glitzer und Gefühlsduselei. Vampire gegen Vampirjäger. So einfach ist die Story von Dawnguard zum Glück nicht gestrickt. Vielmehr ähnelt die Geschichte des DLC vom Umfang und der Erzählweise her den beiden Bürgerkriegsquests aus dem Hauptspiel. Mit vielen Entscheidungen und auch so manchem Twist. Zu Beginn der Erweiterung schnappen wir das Gerücht auf, dass die Dämmerwacht, eine Gilde von Vampirjägern, wieder aufgebaut wird. Primär denken wir und machen uns auf den Weg in die Region östlich von Riften, wo die Burg der Dämmerwacht liegen soll. Dort angekommen wird schnell klar, dass die Dämmerwacht noch einiges an Arbeit vor sich hat. Die Burg ist ganz schön heruntergekommen und Kämpfer sind auch fast keine da. Da kommen wir scheinbar gerade recht. Wohl aufgrund des starken Personalmangels werden wir nämlich schon wenige Sekunden nach unserer Begrüßung ins Vertrauen gezogen und mit einer wichtigen Mission betraut. Das geht uns dann doch etwas zu einfach, Bethesda. Wir machen uns natürlich trotzdem auf den Weg und treffen in einem alten Nordgrab auf die Vampirdame Serana. Die Gute hat nicht nur ein paar hundert Jahre in ihrer Nische geschlummert, sondern auch noch eine Rolle der Alten dabei. Sie bittet uns, sie samt dem wertvollen Gegenstand nach Hause zu begleiten. Hübsches Mädel, nach Hause bringen, aber gerne doch. Nur stellt sich schnell heraus, dass ihr Zuhause nicht gerade der Ort für einen romantischen Abend vorm Kamin ist. Denn Seranas Vater und Obervampir Harkon erwartet uns bereits und hat ein äußerst zweifelhaftes Geschenk für uns parat. Vampirlord werden und die Welt durch die Verbannung der Sonne zum ewig dunklen Blutsaugerparadies zu machen. Wir haben an dieser Stelle die Wahl, wie es mit der Geschichte weitergeht. Entweder wir lehnen ab und bekämpfen Harkon, oder wir entscheiden uns für die Vampire und führen deren diabolischen Plan aus. Wie sich die beiden Geschichten entwickeln, werden wir natürlich nicht verraten. Wir empfehlen aber, vor dem ersten Besuch des Vampirschlosses Volkihar einen separaten Speicherpunkt anzulegen, damit man beide Geschichten zu Gesicht bekommt. Je nachdem, wie unsere Entscheidung ausfällt, erhalten wir unterschiedliche Fähigkeiten und Gegenstände. Beginnen wir mit der Seite der Vampirjäger. Schließen wir uns dieser Fraktion an, erhalten wir in erster Linie neue Items und Ausrüstung. Die Armbrust zum Beispiel. Diese Fernkampfwaffe ist eine gelungene Ergänzung des bisherigen Arsenals und nutzt wie der Bogen das Schießkunsttalent. Es ist also nicht nötig, einen kompletten Talentbaum neu zu erlernen. Der Vorteil der Armbrust liegt sprichwörtlich auf der Hand. Das gute Stück bleibt im geladenen Zustand feuerbereit, auch wenn wir herumlaufen. Dafür dauert das Nachladen aber etwas länger. Auch für den Nahkampf hat sich Bethesda etwas einfallen lassen. Endlich können wir auch Waffen aus Drachenknochen und Schuppen schmieden. Die sind dann zwar schwerer als ihre dädrischen Gegenstücke, hauen dafür aber so richtig rein. Und ein weiteres Hass haben die Vampirjäger noch im Ärmel. Gepanzerte Trolle zur Unterstützung, die wir uns vor dem Kampf kostengünstig mieten können. Wer sich im Hauptspiel bereits für den Werwolf-Modus entschieden hat, der bekommt einige neue Talente spendiert, die man nach und nach freispielt. Unter anderem lässt sich so der ausgeteilte Schaden erhöhen. Auch auf Seiten der Blutsauger gibt es einige Neuerungen. Nehmen wir Harkons Angebot an, können wir uns in einen riesigen und nicht gerade hübschen Supervampir verwandeln. Der hat dann in seiner Bestienform einige lässige Tricks auf Lager. Mit der einen Hand zaubert der Vampirlord zum Beispiel einen Energieentzug auf die Feinde und mit der anderen lässt er einen Beschwörungszauber wirken. Wer lieber im Nahkampf austeilt, kann das ebenfalls tun. Praktisch soll es mal doch zu brenzlig werden, können wir uns als Vampirlord mit Hilfe eines Fledermausschwarms einige Meter weit aus dem Geschehen teleportieren. An der Gegnerfront haben wir ebenfalls einige Neuzugänge zu vermelden. Neben den klassischen Draugr, Skeletten und menschlichen Widersachern bekommen wir es auch mit Vampiren, Höllenhunden und den mächtigen Gargoyles zu tun. Das sogenannte Soul Cairn, eine gespenstische Zwischenwelt der ruhelosen Seelen, stellt neben den beiden Burgen Dämmerwacht und Volkihar das einzige neue zusammenhängende Areal dar. Hier haust neben Skeletten und verlorenen Seelen vor allem der mächtige Drache Durnevir, der sich später auch an der Oberwelt beschwören lässt. Wie, das behalten wir natürlich für uns. Im Soul Cairn finden wir auch eine Reihe von Nebenquests, unter anderem die des Geisterpferdes Arvak. Einmal erfüllt, können wir den coolen Klepper auch für den Ausritt in Himmelsrand nutzen. Was der Gaul aber nicht rausreißt, sind die unverständlichen Längen am Ende von Dawnguard. Klar, Bethesda hat ja eine Spielzeit von 12 bis 15 Stunden versprochen und will dieses Versprechen wohl auch einhalten, aber so? Auf der Suche nach 5 Schreinen wird diese Prüfung zur Geduldsprobe. Eine Passage, die an sich keine 20 Minuten dauern würde, wird auf eine Länge von einer Dreiviertelstunde gezogen. Genauso schade wie unnötig.
Tja, was soll man zur Technik von Dawnguard noch sagen? Der DLC ist komplett in das Gerüst von Skyrim eingebunden. Grafisch wie akustisch teilt Dawnguard also alle Stärken und auch Schwächen des Hauptspiels. Die Welt von Skyrim ist nach wie vor atemberaubend detailliert. Man könnte sich beinahe in Himmelsrand verlieren, so glaubwürdig ist das Design. Lediglich die teilweise sehr stachsigen Animationen der Figuren stören, wie eben schon im Hauptspiel. Der Soundtrack und die Geräuschkulisse suchen ihresgleichen. Die englischsprachige Synchronisation des DLC ist gut gelungen. Mit einer Ausnahme. Die 0815 NPCs am Wegesrand haben zu oft die gleiche Stimme. Großes Lob Bethesda. Die Entwickler haben es geschafft, dem ohnehin grandiosen Skyrim eine gelungene neue Questlinie hinzuzufügen, ohne dabei das Gesamtkonzept von Skyrim zu stören. Dawnguard wirkt dadurch fast so, als wäre es schon immer Teil von Himmelsrand gewesen. Wer das Hauptspiel bereits zu großen Teilen durchgespielt hat, sollte jedoch bedenken, dass die neuen Vampirfähigkeiten nach der Story des DLCs kaum noch Verwendung finden werden. An sich schade. Doch, und auch wenn die Geschichte einen etwas zu einfach gestrickten Einstieg wählt und gerade gegen Ende eine ziemlich schlauchige und gelenkt wirkende Passage vorweist, haben wir es hier mit einem gelungenen DLC zu tun, der beinahe an ein richtiges Add-on heranreicht. Mehr davon bitte.